in dem Fall. So, warte mal, ich mache jetzt nur hier kurz aktualisierend. Wir zocken jetzt weiter. Ich lasse mal hier Lomanai und so weiter raus, weil ich jetzt gerade lieber das Hauptspiel noch weiter spielen möchte. Also Bird Story. Und ja, ich würde sagen, nach der Bird Story werden wir auch den Stream heute abbrechen, denn ich habe jetzt eine richtig hammer Idee. Ich mache höchstwahrscheinlich ein Theorievideo zum Spiel darin. Was zum Beispiel da so eine Theorie sein könnte. Alter. Oder wobei, ich kann ja mal. Nee, die will ich jetzt nicht benennen. Wir machen jetzt Bird Story. Also wir machen jetzt das dritte Spiel und dann ist heute auch der Stream dann zu Ende. Ich freue mich. Auf das Spiel habe ich mich jetzt auch ordentlich schon gefreut in dem Fall. So. Und wieder mal hier runter scrollen. So, weiter geht's. Und jeder weiß es ja schon, The Bird Story ist das Spiel zwischen To the Moon und Final Paradise in dem Fall. Und das habe ich schon Let's Played, nur keine Episoden daraus gespielt. Wir gehen natürlich auf die deutsche Version. Und wir spielen nicht Koreanisch, so. Nein! So, ihr seht es schon selber. Ich habe alle Erinnerungen. Moment bitte. So, Moment. Okay, irgendwas stimmt gerade überhaupt nicht. Wollte jetzt gerade sagen, ich habe das ja alles schon gespielt. Irgendwie hat irgendwas da nicht funktioniert gerade. Und eigentlich muss ich da nichts so. Ja! Da muss ich eigentlich nichts synchronisieren. Auch bei dem Spiel bin ich auch dahin geschmolzen, weil das so schön war. Rückwärts in die Zeit zurück.
ich erinnere mich, das ist höchstwahrscheinlich über Beichachi schon das Spiel. Kenne ich, kann schon ahnen, was das bedeuten könnte. Denn hier fängt alles an. Zurück. Oh, das ist schön. Nein! Oh, die Wurzel aus 1067 ist Katze? Was? Der Junge, der Arme. Du bleibst jetzt erschienen, verdammt nochmal. Nicht mehr. Ich gehe nach Hause. Okay, das ist ein schöner Übergang. So, dann gehen wir hier hin. Der Kleine hat erstmal überhaupt nichts gefunden, keine Leute und so. Ab nach Hause. Und der Kleine ist schon sehr schon süß. Gott. Scheiße!
lieber Timmy. Aufgrund von bla 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 kann ich leider nicht nach Hause kommen. Ich hab Hunger. Das ist wirklich ein schönes Spiel. So. Jetzt mache ich erstmal Hausaufgaben. Oder nicht? Ich habe schon eine Idee. Hallo? Ho, hey Kronos! Hoi, so, ja, ist gut. Can understand the game. Okay, you understand the game, also jetzt the game of a Berserker Warriors, a complete game. To the moon. That must I know. Okay, wir gehen weiter zurück. Oh, wir müssen lernen. Staying so flame myself, what I have fun. Okay, wait. We doing anything here? Chromos, look for the last scene of To the Moon and the extra episodes. There are special things. It mean so strange things about this. If you see that, you know what I mean. Oh. Oh, the cleaner hat sich verletzt. I'm not staying, so I can play it. Okay. Oh, der Kleine muss so viel arbeiten und schläft ein auf dem am Tisch. Und die Mutter kümmert sich trotzdem um ihn. Das ist schön. Oder ein Pädophiler. Mensch. Hund. Who cares? Oh. Total so müde. Oh. Aber er freut sich, die Mutter hat sich trotzdem um ihn gekümmert, oder der Papa. Das ist so knuffig. Oh. Okay, er will fliegen und Freiheit haben.
Alter, was war das denn gerade? Alter, wie lange habe ich das nicht verspielt? Ah, oh, es regnet. Muss seinen Regenschirm nehmen. Nee, vergiss es. Hey! So, meine Damen und Herren, heute werden wir wieder aus einer Wurzel eine Katze dividieren. Oh nein, der Kleine hat so lange. Ich verstehe es wieder, ich bin auch müde. Kann ich gut verstehen. Oh. Was für eine Lehrerin! Alter, was ist das für eine Lehrerin? Ah, ich kann auch lieber schön lernen. Eieiei. Ja, ein bisschen Regen. Oh, das mag ich. Platsch, platsch. Oh, das habe ich damals auch als kleines Kind so gerne gemacht. So schön in Pfützen reingelaufen. Platsch. Oh. Das war eine Pfütze. Platsch. Aber das so kleine, also an... Kinder können sich aber total so an kleine Dinge des Lebens erfreuen. Was? Wir gehen natürlich hoch. Oh! Kusch, kusch! Lass das kleine Vögelchen in Ruhe. Ah, das ist traurig. Der kleine Vogel kann nicht mehr fliegen aktuell. Hey. Ganz ruhig bleiben. Gut, dann gehe ich im Pö. Oh, schon wieder dieser. Und versteckt. Ich darf aber nicht vergessen, das ist ja eine der Episoden von Find in Paradise, also ein bisschen auf achten auf alle Sachen. Hm? Wo ist der Vogel? Ah, oh, das ist schön, dass der kleine Vogel jetzt bei uns ist. Der Baum ist weg.
kümmern, wir gehen jetzt zur Vogelstation. Hallo? Hallo, jemand da? Keiner da. Das heißt, wir kümmern uns selber um den Vogel erstmal. Und ab ins Apartment. Oh. Keine Tiere erlaubt. Ab rein. Ah, das ist so. Gott sei Dank. Mama kommt schon wieder zu spät nach Hause. Vogel braucht was zu trinken. Ich weiß, der Vogel braucht was zu trinken. Wo ist der kleine Vogel? Hallo. Oh. Das hat schon Humor.
Ach, das ist schön. Das finde ich schön. Guck mal, wir machen es jetzt. Ah, ja, und so. Zack. Hat der Vogel ein bisschen was zu futtern? Aber er möchte frei sein. Also ich vermute jetzt hier so da drin, er möchte frei sein. Ja. Total müde. Der Vogel selbst so, was ist denn los schon wieder? Komm rein. Switch, switch. Oh. Hey, wieso nimmt er den? Natürlich ist das nur eine Simulation, aber... Schön, der will sich zuerst um den das Vögelein kümmern. Klopf, klopf, hallo? Ja, ja. Komm rein. Frau Doktor. So. Ach, das ist so. Was will sie jetzt? Ach, da. Hier, bitte sehr. Sag mal, seit wann, mal ehrlich, seit wann kümmert sich denn ein kleines Kind um die Versorgung eines Vogels?
Okay, der Vogel bleibt jetzt bei uns in der bleibt da in der Obhut der Krankenschwester. Okay. Und der Vogel ist weg. Ah, ich verstehe. Ah, das ist sein einziger Freund, kann man sagen. Ihn noch helfen. Oh. Dong. Und schön Brot auf den Kopf. Und das ist die die Größe eines Bären. Ah, jetzt wird's interessant. Tschüss. Bleib stehen! Ba, ba, ba. Dum, dum. Dum, dum, dum. Er mag es auch. Erster. Oh. No. Und der Kleine haut ab. Ah, mitbringen und zeigen dieses Wettbewerbsgedöns. Und das ist so kawaii. Knack, knack, knack. Dun, dun.
das finde ich cool. Durch den Vogel wird er auch total interessant und alle wollen mit ihm auch spielen. Und vorher war er nicht so bekannt, weil... das ist traurig ein bisschen. Und der Mond. Ah. Oh, das ist schön. Der Mond. Aber alle guten Zeiten gehen auch immer vorbei in dem Fall. Die Nase. Da ist er wieder, die Nase. Nee, das ist der Bauch. Das ist der Bauch vom Hasen. Hase. Achso, hast du vertippt. Sorry. Achso, wir brauchen Brot. Danke. Aber der von der Nase, das ist ja cool. So eine dicke, fette Nase hat der Hase. Hat den Vogel gejagt. Irgendwann muss der Vogel wieder zurück in die Natur. Muss ja fliegen. Die Idee, ihnen auch dann zu helfen, das ist schön. Dass er ein gutes Buch dafür zerreißt, das ist traurig.
wette, dieses grüne Buch ohne Seiten ist ein Memento am Ende. Bei Find in Paradise. Also To the Moon 2 könnte man auch indirekt sagen. Vermute ich jetzt schon mal. Und wir fliegen mit den Kleinen. Und runter und nach links. Ja, aber das kann ich mir als Einzige schon vorstellen, dass der Vogel sowie das. Ich gehe davon aus, dass es kein Kurzspiel wird. Das entwickelt er jetzt schon seit knapp 3-4 Jahren. Also nachdem er die Sigmund hat, Sigmund 2 hat er ja jetzt erst vor kurzem beendet. Das heißt, er wird sich jetzt voll und ganz auf Find in Paradise stürzen. Und da das ja hier vor 2 Jahren anfing, oder vor 2 Jahren die Bird-Story draußen war, hieß es ja schon, dass Find in Paradise im Programm ist. Das heißt, es wird ein sehr großes Spiel im Format von To the Moon werden. Das ist schon meine Meinung dazu. Und da vertraue ich auch Freebird Games. Weil ich denke, die werden schon ein zweites Meisterwerk à la To the Moon herstellen. Das wünsche ich mir auch. Ah, und stimmt, das war ja die Szene, wo wir ja nach dem Nest des Vogels suchen. Herauszufinden, woher er kommt. Und jetzt sind wir über Meer. Okay. So. Hallo? Sind da kleine Vögelchen von denen? Nö. Aber dazu werde ich auch noch meine Takte am Ende des Spiels, also am Ende von der Bird Story, sagen, als kleines Fazit. Nochmal zum Thema, wie es groß wird, ist hier The Find in Paradise etc. pp. Da werde ich auch meine Ideen ein bisschen dazu äußern. Was überhaupt die Sigmund Corp und so weiter ist, aber dazu werde ich noch ein extra Video machen. Oh, hallo! Nein, ihr seid es auch nicht. Was für ein Vogel bist du und wo ist deine Familie? Im Hintergrund ein Leuchtturm! Oh! Einer der einzigen Leuchttürme noch auf der Welt. Oder ist das ein Ausguck? Sieht aus wie ein Ausguck oder ein Leuchtturm oder ein Teleskop. Da hinten. Naja. Bam, 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 ja. So, und dann gehen wir weiter. Also fliegen wir weiter. Oh, das ist so schön. So schön. Endlich.
Station. Alle bitte absteigen. Ich tippe auf den Leuchtturm in Form eines Teleskops. Ja, alles, alles, was so groß ist und so ein Rohr hat, also Gebäude, sind Leuchttürme. Meine Meinung, immer Leuchttürme. Und wenn das aussieht wie ein Teleskop, dann ist das etwas Neues. Ein Leuchtturmteleskop oder ein Teleskopenleuchtturm. Na, no, aber trotzdem bitte, 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 er bedankt sich. Oh, hi Mom. Ja, die Mutter kommt langsam dahinter. Oh man, oh man. Ah, ja, sie will jetzt herausfinden, was der Sohn versteckt. Verstehe. Und schnell weg. Aber ich finde es schön, die Mutter kümmert sich dadurch um ihr Söhnchen. Jetzt geht's los. Die beste Szene überhaupt. Alter, eine der besten Szenen. Oh, okay, das erinnert mich jetzt an das, was wir schon gesehen haben in der Sigmund 2. Zwei Kinder, zwei Evas, zwei Nails. Okay. Aber dazu habe ich auch schon meine eigene Theorie gerade. Geht es wieder besser, so wie es aussieht. Und langsam. Oder seinem Flügel geht es nicht gut. Das heißt, sollte er am besten im. Ach, scheiße, ich verstehe.
Ja, das ist schon traurig jetzt, was passiert. Also, das Leitmotiv da drin. Er weiß selber, er muss das Ziel zurückgeben. Aber es ist wie immer, Trennung tut zu wem. Aber Trennung muss sein, um den Vogel zu helfen. Und ihr seht alle Erinnerungen. Und durch den Vogel hat er Freunde gefunden. Und er ist egoistisch jetzt. Ja. Und er will den Vogel haben, weil er ihn alles und nichts bedeutet. Da ja alles bedeutet. Dann rennt er auch notfalls weg. Eine der dramatischen Szenen. Und er haut ab. Ach Mann. Nein, der arme Papierflieger. Oh Mann. Der Arme. Oh nein. Ja, Mayday, Mayday! Kid and Bird crash in a storm. Mayday, Mayday, Mayday! Save us all! SOS, SOS! Zum Prinzip. Okay. Oh, guck mal. Nein.
Nein! An die Szene habe ich mich nicht mehr erinnert. Trotz allem hat er seine Freunde immer noch, mit denen, die mit ihm spielen. Das ist schön. Das war schön. Ja, tschüss. Oh nein. Okay, das könnte, wenn wir jetzt schon mal ans Final Paradise gehen oder denken, kann das höchstwahrscheinlich den Wunsch nach Freiheit oder nach Findung eines Paradies sein. Also nach der Suche eines Paradieses sein, theoretisch. Das Vögelein. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier wieder rein. Seiten von seinem Flieger wieder. Hoffnung, dass der Vogel wiederkommt. Oh nein. Er sucht die ganze Zeit, richtig, sucht die ganze Zeit, wo ist das Vögelchen? Oh nein. Thank you.
Und ich wette mit dir, der Papierflieger wird auch ein Mammutro werden. Erstmal nochmal dazu. Das kann ich mir nur so vorstellen, dass das ein Mammutro... Oh. Dass das ein Mammutro werden wird, darauf tippe ich jetzt schon. Hast du gehört? Oh, Vögelchen! Was? Die hat die das Vögelchen. Oh. Ah. Und noch ein Vögelchen. Das will nur zeigen, dass das wieder fliegen kann. Oh, das ist so schön. Und das bringt ihn den Papierflieger zurück. Die letzte Seite, glaube ich. Oh. Und das ist ein Abschied. Oh. Wieder sind Vögelchen.
der Papierflieger bleibt als Erinnerung für ihn. Für den Vogel. Oh, das ist schön. Erscheint eines Tages 2016 oder 2017. Oh. Das ist schön. Das ist schön. So. Und da ich, wie ich schon versprochen habe, ich muss nur jetzt hier die einigen Sachen mal kurz closen. Wir machen sofort in dem Moment gleich weiter. Moment bitte. Ratsch, 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 ratsch. Denn auch für meine Zuschauer auf YouTube möchte ich das gerne zeigen, auch wenn ich das schon weiß, dass das Mavi schon kennt oder eine andere schon kennt. Ich habe in Vorbereitung des ersten Livestreams nochmal ein bisschen recherchiert und habe etwas gefunden, was uns allen angeht, also was auch interessant ist. Denn die lieben Herren und Damen, ja, die lieben Herren und Damen von Freebird Games haben auch schon etwas vorbereitet oder etwas Neues gemacht, was ich euch gerne zeigen möchte. Das ist jetzt auch die große Überraschung, von der ich schon erzählt habe und die ich letzte Woche schon gespoilert habe. Naja, Film ab. Ja, es wurde am 12.01.2016 angekündigt, Finding Paradise kommt dieses Jahr, beziehungsweise Ende diesem Jahr, Anfang nächstes Jahr. Das heißt, auf dieses Spiel ich habe es mir noch nicht angesehen, wie du gesagt hast, dass du es zeigst. Passt nicht ganz in mein Klavier. Ja, ein Klavier! Ja, aber wobei doch, es passt rein. Wir haben jetzt eine Birdsoul gemacht und ich wollte das einfach nur so Abschluss machen, um zu sagen, es geht bald weiter. Das heißt, wenn Final Paradise rauskommt, werde ich den nächsten Teil des To the Moons oder des Freebird Games Marathons machen.
auch wenn ich irgendwo eine kostenlose Version erstmal habe. Also das heißt, wenn ich irgendwo eine Demo-Version rausbringe oder ähnliches, dann werde ich die auch schon antesten und zocken. Ja, müssen noch lange warten. Ja, ja noch, gebe ich zu. Aber so viel Wartezeit habe ich und auf sowas achte ich auch speziell. Wenn irgendwas direkt rauskommt von To The Moon, von Freebird Games. To The Moon war ja nur der erste, war nur der Anfang der Reihe. Ich hoffe auch, ja, hoffe ich mal. Ich hoffe persönlich auch, dass wir bei Finding Paradise auch mehr von diesen komischen Mysterien rausbekommen. Also mich macht jetzt das leicht nervös, weil ich schon wirklich meine eigene Theorie habe, wieso es verdammt nochmal zweimal den Herrn Herrn gibt und zweimal die Eva und wieso das mir so erscheint, als würden die in dieser Maschine stecken oder ihr Leben vorgaukeln zu leben. Da habe ich wirklich ein paar Theorien. Ich werde da mal die nächsten Video nochmal darüber machen mit einer Theorie zu den ganzen Sigmund Corporation Corporation Dingsabumster. Naja, Leute, das war jetzt der kürzere Teil oder der kürzere Stream. Na gut, kurz kann man jetzt auch nicht sagen. Das sind auch wieder 3 Stunden, wo wir permanent gesorgt haben. Ich danke nochmal wirklich für allen, die hier mit zugeschaut haben. Auch dir, schlau Mavi, dass du auch nochmal dabei warst. Finde ich super. Der nächste Stream kommt bestimmt. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, was wir beim nächsten Stream anfangen zu spielen. Und zwar, ich habe mir persönlich überlegt, dass ich jetzt nach sowas erstmal ein bisschen was Härteres spiele. Resident Evil 1 steht auf der Packung. Das heißt, wir werden ab dem nächsten Stream Resident Evil 1, das Remastered-Paket, also Remake oder Remastered, je nachdem, also das für PC spielen, was vor knapp einem Jahr rausgekommen ist. Und werde dann auch höchstwahrscheinlich ein bisschen die Resident Evil-Reihe von allen Teilen, die ich jetzt mal habe, machen. Ab und zu kommen auch Indie-Games und so weiter, auch in den Hinsicht, ja. Ich bedanke mich auch nochmal wirklich für den Zuschauen des Streams, liebe YouTuberianer. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert, damit ihr nichts weiteres verpasst. Wichtig, seid auch dabei, wenn ich meine Theorie zu Final Paradise bzw. zur gesamten Geschichte von der Sigmund Corporation aufstelle, denn ich habe da wirklich schon meine Meinung gerade gebildet und weiß auch schon, wer das ganze Mysterium teilweise auflösen könnte, weil der Herr, der alleine zu Weihnachten arbeiten wollte, ist höchstwahrscheinlich der Schlüssel zur Lösung. Naja, Leute. Wir sehen uns bei einem nächsten Stream bzw. bei den nächsten Folgen, wenn der neue PC da ist oder auch funktioniert, auch bei mehr Spielen dabei. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, genießt das restliche Wochenende. Falls ihr Schnee habt, lasst euch nicht einschneiden wie die armen Amerikaner in Amerika. Naja, euer Keke, nein, Entschuldigung, euer Centwin wünscht euch einen schönen Abend. Und denkt daran, findet euer Licht in euch selbst. Auf Wiedersehen.